Logisches Hey Ho! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, meine Freunde. Nicht wundern, das Video ist aus ganz vielen verschiedenen Aufnahmen zusammengewürfelt. Es ist trotzdem super lustig und am Ende gibt es eine Überraschung, damit werdet ihr hundertprozentig nicht rechnen, was da auf euch zukommt. Also lasst euch überraschen. Minecraft-Freunde halten fest zusammen, Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Hä? Wie nice. Bamboo Gaming. Ach komm. Ist das schlecht. Hey! Hey, nein, niemand hat dir erlaubt, mein... Jetzt hast du die Lizenz verloren. Hey, das ist ein Nein? Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt hast du die Lizenz verloren. Ey, das gibst du mir wieder zurück. Nein. Hey, nein, dann reicht's mir aber wirklich. Herr Nachbar, können Sie sich nicht zusammenreißen? Jetzt reicht's. Ey, das hast du nicht getan. Ja, doch, ich hab's getan. Nein, das kannst du nicht ernst meinen. Das ist so nice, dass er die Schilder einfach so grabben kann. So, jetzt reicht's mir. Jetzt nehme ich etwas, was gar keinen Wert hat. Aber das behalte ich dann auch. Warum geht's auf einmal in mein Haus? Das ist mein Haus. Ist wirklich, es geht mir alles viel zu weit. So, warte mal, kann das, glaube ich, auch... Lass das mal probieren. So. Da. Ah, ne, das geht nicht. Du wirst sofort die Laterne wieder anbringen. Da gehört sie nicht hin. Du machst sie gefälligst wieder dahin, wo sie hingehört. Na. Boah, die sieht aber gut aus. Da oben brennt sie aber gar nicht so hell. Ist dir das aufgefallen? Guck mal, die brennt da oben so. Und hier unten brennt die. Ah, jetzt brennt sie heller. Oh nein, ich habe das Schild da hochgemacht. Oh nein. Ah, ich kümmere mich drum. Hab's. Ah, du hast gecheatet. Das geht auch anders, oder? Nein, hör auf! Lass das Schild gefälligst jetzt da. Guck. Wow, du bist ein Profi. Ich bin Minecraft-Profi. Dass du auch sofort Hebel hämmerst, wenn man dir die vor die Schnauze hält. Ich bin Head-Hebel-Gambo. Stimmt, du bist der Head-Hebel. Hier eine Statue. So, wann war es passiert, wenn ich da eine Statue draufpacke? So. Boah, weißt du, was noch viel lustiger ist? Warte. Da musst du kurz die Augen zumachen. Okay, mach ich. Ich mach das Ding kurz aus. Na, okay, das ist irgendwie lame. Ah, doch, guck mal. Erstmal muss ich kurz meine Statue mit dem Rohr wieder platzieren. Eine lustige Sache könnte auch noch sein, wenn wir das Ding nehmen. Zack. Mich dreht's. Warte mal, das kriegen wir noch cooler hin. Warte, da geht noch was. Warte. Alles dreht. Das ist das Beste. Oh mein Gott. Sollen wir das bei der Talentshow machen? Aber dann müssen wir das in den Boden setzen. Wenn wir das in den Boden setzen. Wow, das ist ja auch... Das ist richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Soll ich noch eine... Das kann aber Richtung ändern. Boah. Boah, da, mir wird langsam, wird mir übel. Ja, ja, lass mich hier runter, lass mich hier runter. Oh, Junge. Gambo? Ja? Ja? Irgendwie tut sich hier nichts. Wo bist du denn? Bist du im Drive-In? Ich bin doch hier. Oh. Wo denn? Na hier. Hä? Hä, siehst du mich nicht? Gemorpht? Wenn du mich jetzt findest, gibt's 30 Dias. Für die nächsten 30 Sekunden gilt dieses Angebot. Lass mich kurz die Zeit stoppen. Okay, Zeit läuft. Ich bin aber in Bens Haus. Ja.
Wirklich, also bist du wirklich drin? Ja, es sind noch 15 Sekunden. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hä? Ja! Wo bist du? Ich hab das beste Versteck ever. Ich werde es ja auch nicht verraten, wo ich versteckt bin. Nein, 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 ich bin im Haus, wirklich. Du bist, siehst du mich? Ja. Bist du gemorpht? Oh mein Gott. Ist das schlecht. Miau, miau. Oh, Digga, der Mann, lebt hier ey. So fürstlich, der Ronald McDonald, Alter. Ja, ja, der hat ein anderssaftiges Leben. Ich muss noch was richtig Cooles zeigen. Aber das ist ein... Ich habe es selbst noch nicht getestet, aber es kann sein, dass es hat großes Potenzial, wirklich, wirklich gefährlich zu werden. Okay. Okay, aber dafür müssen wir kurz... Also, warte, damit es ein bisschen cooler ist. So, wir nehmen das hier mit. Wir brauchen eine Kiste von dir. Eine leere? Nö, irgendwas, was dir auch was bedeutet. Puh. Oder irgendwas. Na, die Fische will ich. Lass mal eine andere Kiste nehmen. Lass mal die Kiste hier nehmen. Nee, die Fische bedeuten. Nee, wir nehmen die Ladin. Es muss eine Truhe sein. Es muss eine Truhe sein. Dann nehmen wir meine geheime Geheimtruhe. Ich hab schon eine Kiste. Und jetzt gehen wir zur Lavaquelle. Nein, warte, leg die hin. Ich will nur kurz wissen, welche Kiste. Nee, ist okay. Wir gehen jetzt zur Lavaquelle. Was ist das? Hier fehlt nicht mal eine. Wo bist du? Ey, nein, nicht in Lava werfen. Nein, komm mit. Ich zeig dir was Cooles. Übrigens habe ich einen coolen Entwurf fertig gemacht. Guck mal, wenn hier drüben so ein bisschen die verspielte Ecke entsteht, so mit dem Zelt, das will ich jetzt noch nicht spoilern, dann wollte ich da noch so einen coolen Zauberturm bauen. Dann könnte man hier vorne bei der Lavaquelle, falls du dich erinnerst, diese Lavaquelle aufmachen, wo wir die Versuch nicht zu lachen Sachen machen. Ja. So. Ey! Was soll das? Ey! Ach, wie cool! Ey! Hey, der Spaß war noch nicht vorbei. Komm zurück. Ganz schnell weg hier. Ich kann hier nicht drüber springen. Mit aller Kraft. Hey, wir hatten gerade so viel Spaß. Du hast einfach nur meine Items am Rand. Das ist kein Spaß. Wir hatten Spaß. Nein, lass mich in Ruhe. Okay. Also, ich würde gerne noch, bevor du nächste Woche weg bist, einen Versuch nicht zu lachen mit dir aufnehmen. Safe, können wir machen. Und dann packen wir unsere Items in so eine Kiste und hier ist mal, wenn man lacht, muss man den Hahn aufdrehen. Ja. Jetzt ist die Frage, müssen wir Witze vorbereiten? Das wird ein Trümmerbruch. Ja, du bist doch Situationskomiker, du brauchst das doch nicht, oder? Ja, das ist das Ding, aber du musst mir auch eine Situation geben. Wenn du mich anguckst und sagst, sei witzig, wird schwierig. Kann man den... Erstmal feinjustieren. Ich zeig dir mal, wie das geht. Das können nur wahre Minecraft-Profis. Okay. Ja. Zeig mal. Ah, hast du gesehen? Ja. Oh. Hm? Wow. Wo willst du den hin haben? Stell mal hier an den Rand irgendwie so. Ah, nee, das geht nicht. Das kann man nur seitlich dran bauen. Kannst es auch von oben machen, warte. Zeig dir, wie das geht. Mach mal aus. So. Oh. Na, ja, funktioniert nicht. Ja, so ist gut. Wow, das war ein Erlebnis. Ich sehe da gar nichts. Alter, warte, ich hab's verloren. Warte, das funktioniert nur, wenn da eine Wolke davor ist im Shader. Ah, da. Ich hab's. Weil das kleine Versteckspiel vorhin bei Gambo so gut funktioniert hat, dachte ich mir, hey, probiere ich das einfach mal aus. Wie lange kann ich auf dem Katzenbaum stehen bleiben, bis Ben mich findet?
Okay, Ben ist jetzt gerade aus dem Haus raus. Wir gehen jetzt kurz rein. Ich weiß nicht, wie weit er wegläuft, deswegen... Ah, okay, ich hau mir jetzt den Katzenwurf rein. Ich stelle mich jetzt hier oben hin und dann warten wir einfach mal. Mal schauen, wann es ihm auffällt. Am besten verstelle ich mich hier oben mit hin. Okay, perfekt. So. So, okay, ich bin gut ausgerichtet. Okay, lassen wir uns mal überraschen. Hoffentlich kommt er auch gleich wieder. Oh, da kommt er! Okay, hat mich schon mal nicht gesehen. Ich glaube, er war aber auch sehr konzentriert, weil er da irgendwas... Er hat, glaube ich, ein Schaf oder so in der Hand gehabt. Ob er wieder aus dem Keller rauskommt? Das ist so geil. Das ist so eine geile Tarnung. Oh, er kommt wieder. Okay, er hat mich noch nicht gesehen. Dann warten wir jetzt mal. Er wird ja sicherlich gleich zurückkommen. Oh, er kommt. Ich glaube, ich bin aufgeflogen. Verdammt. Logo. Ich wusste es direkt, ey. Wieso stehen da drei Katzen? Junge, was ist das? Ist bei mir auch nicht. Ist auch kein lizenzierter Wartungsschacht. Junge, da ist irgendein Wartungsschacht. Junge, was ist das hier? Ist es von dir? Alter, was ist das? Nee, von mir Digga, ist es nicht. Digga, was ist das? Wieso sind unter meiner Base dauernd solche Räume? Übel cozy. Wo geht's denn hier hin? Was ist das? Das ist echt nicht von mir. Hier ist eine Treppe. Hä, wo geht's denn hier Junge, hin? Was ist das? Hier ist so richtiges. Wo geht das hin? Hä, wo sind wir hier? Eindringling. Ach, das ist unter der Bühne. Hä? Boah, hier ist ja Platz für drei Leute. Das kann man easy vermieten. Renditeobjekt. Junge. Ja, ich baue das jetzt zu. Das ist jetzt mein Wohnzimmer. Besser kriege ich es auch nicht hin. Alter, ist sogar richtig viel Stuff eingelagert. Ey! Du wohnst jetzt in meinem Keller. Wenn, dann will ich schon hier oben wohnen. Der Kratzbaum ist nur für zwei. Nee! Der ist groß genug, der kann man auch teilen. Böse Katze. Miau, 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 miau. Ah, wo geht doch eine nice Katze? Okay, dann bin ich eine andere Farbe. Die hier? Okay. Na, aber ich jetzt gibt's erstmal Katzenragout. Komm mit in die Gemüsesuppe. Mir für ein bisschen Würze. Okay, dann das hier in den Suppentopf. Das sieht lecker aus, ja, wenn man einen Durchfall haben will. Guck mal, ich habe ein Gemälde von dem. Wow. Ist das ein echtes? Das ist ein echter. Das ist ein echter von Heimer. Kannst du kaufen für 4 Millionen Dias. 4 Millionen Dias? Jojo. Gekauft. Okay, perfekt. Das. Damit habe ich das aufgenommen und einen Kaufvertrag geschlossen. Ausgesorgt. Hey! Junge, klau dich das ein Bio. Mann, das kann man nicht so platzieren. Tada! Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum baue ich jetzt gerade den Officer Gambo-Kopf, aber ich meine, der steht ja auf Bens Haus und er sieht auch wirklich lustig aus, aber das hat einen Grund, und zwar werde ich jetzt ab kommender Woche ein neues Amt hier auf dem Server ausüben, und zwar werde ich als neuer Direktor eingeführt und da werde ich natürlich für Recht und Ordnung sorgen und jetzt erstmal den kleinen Prank hier beseitigen. Der Kopf wird natürlich nicht verschwinden, ich werde ihn für ein neues Gebäude benutzen, wo ich dann mein neues Sicherheitsministerium aufbaue. Aber wir müssen uns jetzt erstmal ranmachen und das Ding abreißen. Oh nein, 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 nein. Oh, da muss ich übel aufpassen. Oh, das ganze Gambo-Haus. Okay, alles entschärft, glaube ich. Ah, das ist arschgefährlich wegen den Lampen. Hier brennt noch irgendwo was. Scheiße. Jetzt als nächstes muss das Gambo-Gaming-Haus weg. Ja, das ist schon schmerzhaft. Also ich tue das sehr ungern, aber... Naja, es geht ja auch nicht anders. Ich trage das jetzt ab. Und dann ist das Haus von Ben erstmal befreit und dann kann ich auch so ein bisschen die Struktur hier hinten einordnen. Also so ein bisschen schauen, wie groß ich das alles bauen möchte für die Verlagerung. Oh nein, hier wäre Wasser drin. So. Gut, da ist der Boden schon mal raus. Dann geht es jetzt eigentlich nur noch ums Holz. Also ich habe das Ding ja zum Glück
von innen nicht befüllt. Es geht ja relativ fix zu bauen. Dann hoffe ich mal, dass es auch fix einzureißen geht. Obwohl, wir können auch... Ich glaube, ich zünd das Ding einfach an. Welch sentimentaler Abschied. Du hast treue Dienste geleistet. Wegen dir habe ich das Hide and Seek gewonnen. Ich werde dich niemals vergessen. GG Gaming House. Wenn du jetzt an meinen Rucksack gehst, wirst du entlassen. Du gibst mir gar nichts. Ey, jetzt hör auf. Bleib still, Junge. Hör auf. Bleib still. Ich gebe dir einen Befehl. Bleib still, habe ich gesagt. Nein, Schluss jetzt. Boah, was jetzt. War das denn? Oh mein Gott, da sind 80 Dias drin. Schluss jetzt. Wenn du noch einmal an meinen Rucksack gehst, hat das Konsequenzen. Das meine ich wirklich ernst. Okay, pass auf. Bleib still, Junge. Nein. Nein, 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 nein. Dann reiß dich jetzt zusammen. Nein, nein, nein. Reiß dich jetzt du gehst zusammen. Nicht, nein, du gehst nicht an mein Haustier. Na, reiß dich zusammen. Raus hier. Raus hier, habe ich gesagt. Dann zeig, dass du nie wieder an meinen Rucksack gehst. Nee, nee, nee. Drei. Der stirbt doch safe nach einem Crit, oder? Natürlich steht der One-Hit. Ja, dann entschuldige jetzt dich jetzt. Raus hier. Entschuldige. Na, auf gar keinen Fall. Drei. Zwei. Eins. Oh, das hat ein Nachspiel, wenn du das durchziehst. Sag ich dir, wie es ist. Ich mach die Nase safe länger. Du bist ja auch größer. Mach die so lange, dass die über Bens Grundstück hängt. Oder mach ich da Tropfsteine rein in die Nase. Weißt du, was du aber nicht machen kannst? Was denn? Haare draufsetzen. Doch, ich werd's einfach machen. Das ist aber falsch. Darfst ja, ich baue deine Mütze ab. Und dann sieht man, dass da auch keine Haare mehr sind. Na, weiß ich nicht. Ich hab noch Haare. Noch habe ich Haare. Digga. Bam! Digga, ist das dein Ernst? Da brennt's, da brennt's! Ah, holt die Feuerwehr! Da Dauer brennt, der Dauer brennt. Das jetzt reicht's auch. Bam! Jetzt reicht's. Das hätte ins Auge gehen können. Noch so ein Ding. Hui! Nein, der ist durch! Butz! Komm, treffe ich die Glatze? Oh, du hast Bens Feld kaputt gemacht. Oh. Ja! Du hast ein Haar! Das ist on fire sogar! Du hast ein einzelnes Haar! Wirklich, ich hoffe bei Gott, ihr fällt jedes go. Letzte kleine Lass einen Daumen nach oben da! Für den Last Man Standing auf Logos Kopf! Jetzt gehe ich hier nicht, reiß deinen Kopf. Einen haarischen Daumen nach oben dafür. Jetzt reicht's mir wirklich. Aber warte, da muss ich dir mal was zeigen. Gammo, komm mal mit zum Gebäude. Was habe ich heute mit Ben gefunden, Comet? Was ist das denn, Junge? Hä? Keine Ahnung, super random einfach. Das ist ja Schwachsinn. Also das ergibt ja hier gar keinen Sinn. Der Sache gehe ich auf die Schuhe. Das ist eine Geheim-Geheim-Base, Gambo. Hier ist vor allem übel viel Stuff drin. Ich glaube, Bruchtiefenschiefer nehme ich mit. Lol, hier geht's zu Ben. Oh, ja, ach nee. Wie random. Alter, zum Glück hast du nicht noch schneller geschalten, Alter. Dann wärst du Überschallgeschwindigkeit. Hast du hier Holz in der Kiste? Lass mal kurz was machen. Kurz die Geheimgänge abchecken, Logo. Schau. Die Kartoffel ist weg. Ah, nee, ich sehe nicht, Alter. Ja, okay, dann das Einzige, was hier weg ist, ist wirklich, Gambo, du warst mal so intelligent. Was ist passiert? Weißt du, was auch weg ist? Was? Oh, nein! Deine Haare. Let's go. Wenn hier das nächste Mal einer reinkommt. So, steht hier die Wahrheit auf den Schildern, Gambo. Was steht denn da? Na, ist egal. Wo bist du, Gambo? Bist du schon raus? Ah, okay. Geh da gleich hin und schreib hin, dass Logos Haare hier waren. Dann denken die, dass keiner mit, da war. Komm mal mit. Guck mal hier die Schilder an. Hat er auch keine mehr. Gaga Gaming hat nicht. Komm okay, hat eine kleine oh, Junge. Nein, na, wag es dir! Oh, ich hab, das musst du wieder aufstellen. Warte. Das ist für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einer neuen Folge Minecraft-Freunde wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und ein logisches Cheerio. Ciao.